Knackige 1200 Jahre werden es nächstes Jahr sein, dass unsere schöne Stadt zum ersten Mal offiziell Linz genannt wurde. Und zwar in einer Urkunde, die in der Martinskirche am Römerberg als Lehen vergeben wurde. Und wie sich das damals abgespielt hat, das sehen Sie jetzt, exklusiv und nur hier bei uns auf TV3. Dorime, interino ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno. Der hohe Herr ist Graf Gerold der Erste. Er ist einer der mächtigsten Männer im Reich Karls des Großen, bayerischer Ostpräfekt und rein zufällig auch der Schwager Karls. Bischof Waldrich von Passau. Mit großer Wahrscheinlichkeit nahm er an Karls Avarenfeldzug im Jahre 791 teil. Damals könnte er eine Schenkung erwirkt haben, nämlich die Martinskirche mit den dazugehörigen Besitzungen. Leider ist nichts Genaueres bezeugt, aber wir wissen, dass die Schenkung zwischen 788 und dem heutigen Tag, den 20. Juni 799, stattgefunden haben muss. Bischof Waldrich belehnte seinerseits den Grafen Gerold mit der Martinskirche und dem dazugehörigen Castrum. In dieser Zeit ist die Amtssprache Latein. Hoc est in pago trungoe, in loco, cui vocabulum est lince. Super magnum flumen Danubium. It est ecclesia, reconstructa in honore sancti acquiertissimi Martini Episcopi. Das ist im Traungau, an jenem Ort, dessen Name Linz ist, über dem großen Flusse Donau, nämlich die Kirche, erbaut zu Ehren des heiligen und seligsten Bischofs Martin, mit allem Zubehör und Besitz, was immer zu dieser Kirche und dieser Burg hinzusehen oder zu gehören scheint. Echt cool. Zweihundert Jahre später wird nur noch eine Abschrift des Dokuments Zeugnis von dieser Belehnung geben. Für die Linzer ist es ein sehr wichtiges Dokument, da neben der Martinskirche auch der Name Linz in seiner deutschen Form erwähnt wird. Im Jahre 1999 wird diesem historischen Anlass gedacht, unter anderem mit der Prägung einer Gedenkmedaille. Die Stadt Linz veranstaltet gemeinsam mit der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich einen künstlerischen Wettbewerb für die Gestaltung dieser Gedenkmedaille. Und auch wir haben einen Vorschlag.